Wie ein Schicksal trifft ihn der Auftrag des mächtigen Papstes Julius II., sein Grabmal zu schaffen. Dieses Werk wird für den Meister durch den Tod des Papstes, Änderungen des Planes, Kriege, Streit mit den Erben zu einer 40-jährigen Tragödie. Qualvoll, wie Sinnbilder drückender Verträge und lastender Schulden, wachsen die Gestalten der Sklaven. Düstere Träger des Monumentes, das für ihn zu einer nie vollendeten, niederziehenden Lebensqual wurde. Seinen ursprünglichen Plan, gewaltig in den Ausmaßen, den wir uns etwa so vorstellen müssten, konnte er nicht durchführen. Unvollendet blieb alles. Nur ein Gipfel steht, ragt in die Jahrhunderte. Ein Haupt von Gewittern und Blitzen umstrahlt. Der Moses. Thank you.
Stadt Florenz brennt der Krieg. Kaiser Karl V. und der Medizeerpapst Clemens VII. Belagern die Stadt. Die Tore schließen sich zur Verteidigung. Eine steinerne Fackel der Freiheit steht der David. Sein Schöpfer im Kriegshut baut Festung.